Ja, hallo, servus und grüße euch zu einer weiteren Folge Darkest Dungeon. Ich geb's nicht auf. Die letzte Folge war ja wieder mal super genial. Aber immerhin, ich habe von 0 wieder zurück auf 4900 Goldmünzen aufstocken können. Wie schaut die aktuelle Situation aus? Am Graveyard liegen mittlerweile, und das tut man meisten leid, der Bavent oder Bavent oder keine Ahnung wie, weil den habe ich ja schon, zumindest schon einmal aufgelevelt, also der war gar nicht einmal so schwach, aber naja, leider nicht stark genug. Gut, einen Platz haben wir noch frei. Ich kann mich erinnern, beim letzten Mal haben wir eine Heilerin gehabt, eine Seeker of Westl. Die nehmen wir mit. Und ja, ansonsten zum Aufleveln 4900 ist jetzt nicht so viel. Starten wir am besten gleich die nächste Mission. Den möchte ich nicht probieren. Skirmish, das ist das mit 100% Room Battles, aber dazu hätte ich gern zumindest ein, zwei Ritter, die ja gegen die Unheiligen austeilen können. Die, finde ich, sind von den Gegnern her um einiges zu schwer. Wild war ganz okay. Also ich würde mal sagen, ich mache jetzt einmal diese Scout-Mission, die da jetzt freigeschalten worden ist. Explore 90% of Rooms. Also unter Umständen müsste man das überleben können. Ich versuche es noch einmal mit der Lady Braveheart. Ich hoffe nur, dass die diesmal nicht so immer dumm zickt und herumspinnt und in den letzten Reihen steht und nichts tut. Dann nehme ich... So, wen habe ich denn beim letzten Mal mitgehabt? Den oder den? Bassett oder nicht? I don't know. Die Heilerin nehme ich mit. Alevi nehme ich mit. Und ja, was soll's, ich nehme den noch mit. Im Bassett. So, auf geht's. Wild. Das war irgendwas mit giftigen Regionen oder so. Egal, ausreichend Nahrungsmitteln. Dann nehme ich gleich noch einmal 2x12 Stück mit. Zwei Schaufeln. Brauchen wir wirklich das Anti-Venom? Na, egal, ich habe eine Heilerin mit. Lieber noch genug Fackeln. Schauen wir mal. 1700 lassen wir uns über, dass wir beim nächsten Mal zumindest irgendeine Chance haben. Auf geht's. So, schauen wir mal. Ich hoffe, das war kein One-Time-Event, dass ich den ersten Level geschafft habe und der jetzt um den Faktor 1000 schwierig wird. So, 90%. Gut, ich weiß nicht, ob jetzt in der Aufnahmefolge der Mauszeiger zum Sehen ist. Ich habe die letzten beiden Folgen mit Fraps aufgenommen und das hat sich aber irgendwie geweigert, den Mauszeiger mit aufzunehmen. Ich nehme jetzt wieder mit Shadowplay auf. Ich hoffe, dass da nicht irgendwie wieder Probleme mit der Tonspur entstehen. Egal, schauen wir mal. Ich kann es erst im Nachhinein prüfen. Na gut, 90% of Rooms. Da ist ja die Karte ziemlich fein. Ich gehe einfach da entlang. Und theoretisch, da müssten wir es dann erledigt haben. Gut, auf geht's. Ich hoffe, es sind wieder nur Maden als Gegner. Sack is empty. Ah, verdammt. Die ist ja... Ja, gar nichts. Ja, obsessed with material things. Es kann durchaus sein, dass die Schätze, die eventuell vorhanden sind, in die eigene Tasche steckt. Sollte ich nicht auswählen. Na bitte. Schon brauchen wir eine Schaufel. Machen wir. Weg. Gut. Der erste Weg war friedlich. Oh, eine alte Ruine. Also es sind doch immer wieder andere Hintergrundbilder auch. Und mir gefällt halt einfach dieser Comic-Style, den die Entwickler eingebaut haben. Also es ist schon sehr liebevoll implementiert, also programmiert das Ganze. So, move to this room. Ja, das fängt jetzt echt schon gut an. Zwei Schaufeln mit, zwei Schaufeln verbraucht. Wenn das so weitergeht, scheitere ich diesmal an den Schaufeln, nicht an den Gegnern. Ein Spiel der Rückschläge und In-Your-Face-Aktionen. Ambush by Energy. Wild Adventure. Some Object of Deliverance. Das geht mir dann oft zu schnell. Ich krieg da nicht mit, was da jetzt passiert ist. Aber
Ich werde es eh spätestens dann, wenn wieder alles schief geht, merken. Na gut, bis jetzt scouten wir eigentlich ganz schön herum. Machen wir es wieder heller. Es ist ja eine Scouting-Mission. Hangar, ja, dann essen wir was. Spazieren gehen macht hungrig. So, was haben wir da? Please let this item save me from harm. Idiot, wieso? Ich habe ihn nicht gesteuert. Er regt sich auf, let me... das ist ein Therapieausflug im Wald für die Schwerstgestörten. Aber bis jetzt ist eigentlich ziemlich friedlich. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut oder schlecht für mich ist. Ich will es auch nicht verschreien. Okay, da geht schon wieder los. So. Gut. Ich gehe jetzt einfach mal, was geht, auf die los. Der hat nochmal 4 Punkte. Wicked Hack. Na, oh, One Hit. Das macht die Sache interessanter, weil die haben sich ja letztens irgendwie vervielfältigt, diese komischen Blobs. Judgment, Divine Grace Heal, Divine Comfort Party Heal. Judgment. 7 Punkte, das ist nett, das ist nett. Ich hoffe, ich komme jetzt noch einmal zum Zug, bevor sich der vervielfältigt. Ja, ich finde Wield leichter. Nein, wo sind wir jetzt? Warrens? Wield? Egal, den Level finde ich leichter irgendwie. Also zumindest die Gegner sind jetzt nicht so derb. Moment mal, Eldritch Punch? Nein, das ist wurscht. Judgment. You'll be judged guilty. Take all. So, weiter geht. Ach du schöne Aktion, ja. 2 Kämpfe auf dem Weg zum nächsten Raum. War ja auch irgendwie fast klar, es war schon zu friedlich, zu ruhig. Es lasst auch meine Kerze nach. Critical 14, die... So, ich hoffe, diesmal die Heilerin, die Middleton, überlebt diesmal irgendwie. Ah ja, verdammt, das sind die Flächenschaden-Hanses. So, weg mit dir. Oder zumindest nicht weg, aber beide auf einen Punkt herum. Ach, puh. 9 ist jetzt aber auch nicht unbedingt wenig. Aber das kann ich auch. Ach du Sch... Okay, ich muss schauen, dass ich... Naja, es ist schwer. Die teilen mit den Irrational. Ja, sind wir das nicht alle? Die teilen mein Schwert extrem aus. Und die aber dafür auch nicht wenig, und zwar flächendeckend. Und das hintereinander... Das, oh, okay, bitte. So, Dirk Stab. Weg mit dir. Jetzt haben wir nur mehr die 2 Flächendecker. Wicked Hack. Naja, blöd. Es wäre jetzt wichtig gewesen, dass die trifft. Ja, ja, der dreht schon komplett am Rad. Divine Grace Heal. Dann heilen wir mal den einzeln. Damit er nicht gleich an Death's Door steht. Der hat seinen Spaß. Ja. So. 6 Punkte. Der ist weg. Smell of Death there. Ja. Wäre wichtig gewesen, dass du jetzt triffst. War wichtig, dass du nicht getroffen hast. Oh no. Wieso treffen die jetzt alle so schlecht? So, Divine Grace. Ich möchte unbedingt, wenn wir das überleben sollten, mit der den Spruch auf Level 2 bringen. Weil 3 bis 5 ist schon nicht wenig, beziehungsweise... Divine Comfort Party in 1 bis 2 wäre auch wichtig, dass da mehr Punkte rausschauen. Weil gleichmäßig ist schon geil, aber ein Punkt ist jetzt auch nicht wirklich super. So. Critical 14 und One Hit. Ist okay, kann man lassen. Take all. Weiter geht's. Ich hoffe ja jetzt... Wenn das jetzt so weitergeht mit 2 Kämpfen auf dem Weg zum nächsten Raum, wird das mühsam. So, Fackeln. The way is lit. The path is clear.
Vielleicht eine Kleinigkeit essen? Ich habe ja genug mit jetzt. So, weiter geht's. Weiter geht's, weiter geht's. Move to this room. 90%. Ja, nein. Ja, müsst. Okay, neue Gegner. Human Eldritch. Ja, der hat auch eine verdammt blöde Auswahl. Irgendwie Battle Ballad und Inspiring Tune. Ja, keine Ahnung, ich kann nur so angreifen. Was haben denn die? 18 Punkte, 18 Punkte, 14 Punkte. So. 6 Punkte. Party Heal. Der ist super, der ist komplett fertig, der Typ. Panicked Breathing. Breathing. Markt. Ja, du. Er teilt aber trotzdem noch schön aus. Also er ist ziemlich gestört irgendwie. Aber sind sie das nicht da? Oh. One Damage, also 3 Punkte in 3. Also in 3. Wurscht, ihr wisst, was ich meine. Judgment. 7 Punkte ist nicht schlecht. Die Hälfte weniger. Der Charles Grip was dead. Ja. Dann tu was dagegen. 9 Punkte, auch nicht schlecht. Und gleich nochmal. Miss ist so ziemlich das letzte, was ich sehen will. Grouping Swipe. So, er ist Markt. Irrational. Ja, wenigstens hat er Spaß mit seinem vielen Lachen und hysterischen Herumkichern. Bloody Game. Der hat mich geschaut. Bloody Gamble. Since the start. So. 5 Punkte. Der hat nicht mehr viel. 4 Punkte hat er noch. 7 Punkte. Also das müssten wir jetzt irgendwie hinkriegen. Dirk Step. 7 Punkte. Der ist weg. Und ich kann ja die dann irgendwie hoffentlich mit Nahrungsmitteln heilen. Wicked Hack, bitte triff 7. Danke, haben wir überstanden. Take all. So, der verliert jetzt noch 2 Punkte in Summe und sie nur mehr einen Punkt. Das Problem ist, der hat nur mehr einen Punkt. Das heißt, ich fütter den einmal hoch. Hoffe, dass jetzt kein weiterer Kampf mehr kommt. Contains Loot, Medical Herbs und Gold. Take all. Ja, weiter geht's, nicht stehen bleiben. Keine Müdigkeit vortäuschen. Und gleich rein in die nächste Gebiete. 6 Punkte für... Das war nicht so gut. Aber wir brauchen nur 90% der Räume. Beasts. Na großartig. Und Blutungsschaden. Verdammt noch einmal. 6 Punkte allein nur mit Blutung. Ich brauche irgendwas mit Bleed Resistance. Das ist... Oh Mann. Das ist wirklich a bloody mess. So, können wir jetzt bitte mal irgendwie angreifen? Und auch mal treffen zur Abwechslung? Party Heal oder einzeln? Ich versuche die mal einzeln hochzuheilen, nämlich mich selber. Weil ich möchte die Heilerin am Leben erhalten. 6, wie viel haben denn die eigentlich? 10 Punkte, also die sind ja eigentlich an sich nicht so stark, aber die... Boah. Ja, powerful klingt gut. Nur mal wenigstens ein positiver Schaden. Virtuals. Ja, okay.
Ich versuche den Text so lang zu lesen, dass ich das ja fast schon vorhersehbare Ende da irgendwie überspringen kann. Mark for Death. Ja, jetzt steht er wieder hinten. Jetzt kann er wieder nur lauter sinnlos Dinge ausführen. Keine Ahnung. Wurscht. Tausch mit ihr Platz. Sie ist unsere Heilerin. Sie ist wichtiger als du, ehrlich gesagt. Ja, was die austeilen. 3 Damage per Round, 3 Runden lang. Also 9 Punkte verliert die und hat aber eh nur mehr sehr wenig. Dirk Staff, vielleicht wenigstens einen von denen. Das, oh Mann. Party Heal. Und der Party Heal ist einfach zu schwach für das Ganze. Okay, Lady Braveheart ist an der Dead Store. Trifft wenigstens noch einmal. Boah, da geht's ab. So, einer weniger. Ja, das Verdammte ist der Blutungsschaden. Das ist ein irre hoher Blutungsschaden. Das ist ja unfair hoch 10. Lady Braveheart klopft an der Dead Store. Komm, nimm den noch mit. Nur noch 2 Hunde. Blutungsschaden. Bist du wahnsinnig? Habe ich eigentlich keine Bandagen? Nein, Bandagen habe ich keine mitgenommen. Wer braucht schon Bandagen bei sowas, ne? Critical 5. Ja, ich bin so much blood. Ja, das ist richtig. Zache Geschichte. Sehr zache Geschichte. Divine Grace, egoistisch wie ich bin, heile ich mich jetzt wieder selber mal. Sie verliert noch 4, hat aber 4. Okay, noch. Die muss ich noch einmal heilen. Dead Store, bitte überlebt das. Bleed, ach du. Also theoretisch müsste sie in der nächsten Runde weg sein, weil. Naja, nein, muss sie nicht. Irre. Ja, jetzt brauchst du auch nicht mehr dodgen. Jetzt ist eh schon ziemlich vorbei mit dir. Ah, ja, genau so fühle ich mich gerade. Pures Verzweiflungshysterisches Lachen. Divine Grace, heil dich nochmal auf. Komm schon, bitte. 3 Punkte. Mehr, da geht mehr. Vielleicht hätte ich sie heilen sollen. Naja, wurscht. Die trifft eh nichts. Jetzt treffen sie alle schon immer. Kann ich aber verstehen, weil das sind schon ziemlich derbe Gegner. Dodge ist gut. Quite Thittering. Ich glaube, das war's, oder? Nein. Er lebt noch, er lebt noch, er lebt noch. Was kann denn das? Target minus 10 Accuracy. Vielleicht könnte ich die ja mal irgendwie schwächen, damit die debufft werden. Okay, die dürften jetzt hoffentlich weniger oft treffen. So, heilen wir sie einmal hoch. Spannend, 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 spannend. Rabbit Rush, Death Door. Also rein Körperpunkte verteilungstechnisch schaut es schlecht aus für mich. Mal wieder. Also ja, ich muss dazu sagen, das Spiel ist auch scheinbar irgendwie für Masochisten oder so. Ja, jetzt geht das wieder los, dass die hinten herumgurkt und sich fürchtet vor vorne. Can't move my legs. Ja, warum eigentlich? Fearful. Also der kann sich vor lauter Angst nicht mehr bebewegen. Ich würde gerne einen Hoffnungsschimmer sehen und zumindest noch einen von den beiden wegkriegen. Dann könnte er sich vielleicht sogar ausgehen. Wahnsinn. Dead Store, Dead Store, Dead Store, bitte triff jetzt. Deathblow, okay. Ja, ganz ehrlich, die war jetzt nicht wirklich eine Sympathieträgerin. Divine Grace, der trifft wenigstens gelegentlich. Hat zum Glück jetzt 5 Punkte plus. Komm, bitte triff. Yes, der hat Nummer 4. Dead Store Resist, okay. Aber bluten tut er trotzdem. Trotz Resist. Einmal noch. 7. Passt. Einer übrig. Also die Hunde sind echt ungut. Er blutet. Divine Grace. Was? Ja, denkbar ungünstiger Zeitpunkt, dass dich du jetzt nicht heilen lässt, du Vollkoffer. In your face. Das hat er jetzt wirklich verdient.
Sorry. Dirk Step, komm. Passt, der hat nur 6 Punkte. Mace Bash. Teil aus. Nein. Resist, sie blutet nicht. So, Party hin. Wieso kann ich das jetzt nicht mehr auswählen? Ja, dann ist es auch schon wurscht. Drauf. 5 Punkte. Er hat nur mehr einen. Extrem spannende Situation. 1. Bleed. Sie ist an der Dead Store. I bleed. Ja. Na gut. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Ich wünsche euch was. Ciao, Baba.